So, wir wollen Weg machen, rekalibrieren. Also deswegen. Bei Braham. Ich meine, hier war nicht so viel Gelaber. Und Pflant. Ja, ich weiß es nicht mehr. So. Diesmal haben wir ja jetzt direkt schon mal nachgeguckt, wie die Achievements gehen. Ja, wobei also zwei vor allen Dingen wegen. Also. Vor allen Dingen wegen dem einen Achievement. Man muss nämlich dazu bringen, dass. Also Timey dazu bringen, dass sie Braham anschreit irgendwie. Und ja. Die Magiefluktuationskapazität in Loco. Mit einem von mir entwickelten komplizierten Algorithmus kalkuliert es die zu Und wir müssen dieses Ding sie natürlich auch wieder zweimal machen. So ist es. Wir haben uns schon ausgeguckt, was wir zuerst machen. Wir werden zuerst dieses Viech sich aufladen lassen an den Wegmarken. Vielleicht erinnert ihr euch hier, das versucht die Energie aus den Wegmarken zu saugen und eigentlich musst du die Wegmarken kaputt schießen, damit Was tuschelt ihr denn da drüben? Ja. Und der muss irgendwie 20 Aufladungen kriegen. Der kriegt 4 von jeder Wegmarke. Es ist so simpel, dass selbst ein Simpel es kann. Nee. Mich legt ihr nicht nochmal rein. Wahrscheinlich wird Braham deswegen angemutzt, ne? Wenn wir das verkacken. Nein. So, jetzt darfst du das nämlich nicht benutzen. Sondern mit der Waffe kaputt. Sondern musst mit der Waffe die angreifen. So, ich mach keinen Schaden daran. Genau, das ist der erste Dialog. Kabum. So, haben wir uns das Achievement schon. So ist es. Das war schon das Achievement. Das heißt, wir können jetzt weitermachen. Jetzt können wir weitermachen. Das war aber uns also das Dingsy Timey, den anschreit, das war aber harmlos. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das war wenig angeschrien. Okay. Ich will mehr sehen. Das heißt übrigens, wir übernehmen jetzt das, das Rekalibrieren gleich, ne? Da, also, ja. Ne? Damit wir halt nicht rekalibrieren können. Ich hab das schon gecheckt. Gut. Cool, dass ich. Achso. Das Leben war nicht meine Schuld. Ich war's nicht. Ihr habt recht, Heidi, da kommen Morden auf uns zu. Habt ihr mal einfach. Lol. Oh ne, und Verteidiger noch. Okay, das zählt anscheinend wirklich. Alter, wo ist denn hier dieser Fresser da hinten? Geh mal aus der Erde raus, du Schwalacke. Ich hasse das, wie die ganze Zeit unter dir diese Tentakel auftauchen, ne? Oh Gott! Da kam ein Wolf zu mir. Alter Schwede, die tun so weh. Das ist der Wahnsinn. Ich bin ja mal super gespannt, ob wir das Viech tot bekommen. Wenn das 20 Stacks hat. So. Wir halten uns jetzt hier relativ raus. Ja, ich durfte gar nicht aussuchen. 3 Stacks, 4 Stacks. Ich durfte das gar nicht aussuchen, um ehrlich zu sein. Ich werde es halt jetzt nicht benutzen, ne? Acht Stacks. Genau, er kriegt immer 4 Stacks. Wir müssen jetzt warten, bis er 20 Stacks hat. Übrigens, dieses Dingsy ist schon auf 16 voll. Das ist aber anscheinend nicht richtig. Das Dingsy? Ja, rechts die Anzeige. Achso. Ja, also man muss auf 20 warten. Das ist ja oder ziemlicher Cheat hier. So, jetzt hat er 12 Stacks. Aber ich durfte mir gar nicht aussuchen, ob ich das machen will oder Timey. Aua. So, bitte Aua, weiter. Am Ende, what the fuck? Mit der bitte jetzt weitermachen und hier schön, Welche Wegmark ist denn gerade aktiv? Gar keine. Weißt du, kann man dem schon mal ein bisschen Damage machen? Oder verliert er die Stacks dann? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Ach, das war das, wo man nach innen dodgen will.
Genau, weil außen ist nämlich, da liege ich nämlich jetzt ganz, ganz böse auf der Schnauze. Lol, der verliert übrigens wirklich seine Stacks. Ah. Cool. Hm. Ist jetzt aber ungünstig, könnte man sagen. Aber wie gesagt, ich habe auch irgendwie den Dialog verpasst, wo man das hätte auswählen dürfen. Ich meine, es war ja automatisch richtig, ne? Naja, aber... Ja, aber... What the fuck? Alter... Oh, das bringt aber ein bisschen hier, aber... So, nein, man muss die kaputt machen, die dann... Jetzt ist das, lol. Okay, jetzt konnte ich erst auswählen. Das heißt, man muss eine Phase davon so mitmachen, oder was? Na gut. Richtig. Jetzt muss er halt seine Wegmarken da holen, ne? Richtig. Er hat schon wieder 8 Aufladungen. Er braucht 20, ja? Also wenn das Ding sie voll ist, dann... Wenn das Ding sie voll ist, dann noch 4. Ja. Jetzt ist das Ding sie voll, dann muss er noch einen machen. Ich mach den 400 Schaden, ne? So. Ja, er kriegt gerade seine 20. Und dann muss man ihn so schnell wie möglich töten. Jetzt quasi. Weil... Er hat noch sein Schild. Ja, das müsste gleich weggehen. Na gut, aber er kriegt auch irgendwie nicht mehr Stacks. Also 20 scheint wirklich. Ja, jetzt geht's weg. Aua, meine Fresse. Halt mal fest, jetzt wollen wir wirklich nach innen dodgen, wenn der Ding sie irgendwas kommt. Ja. Das ist. Jetzt ungünstig, wenn er kommt, weil jetzt ist innen gerade auch. Aua. Oh, das darf schon sein. Da muss man irgendwie Luck haben, dass man in diesen Lücken steht. Okay. Ja. Oh, Alter, da willst du auch echt nicht drin stehen. Okay. Ich war gerade so ein bisschen gescared, aber ich stand schon mittendrin. Das passt also. Aua. Das war eine verdammte Matte. Leg mich erstmal auf die Schnauze, wie das mal damit. So, das Gift ist wieder weg, bei dir. Was ist das denn? Oh, wow. Was? Ja, er macht grad. Er, insbesondere verliert er seine Stacks. Oh, mein Gott. Aua. Alle seine Stacks sind wieder weg, aber Braham rettet mich. Das klingt immer sehr schwer nach einem sofort Verbrechen. So, jetzt müssen wir die richtige Ranke kaputt machen und ihn sich wieder auffüllen lassen, ne? Ich glaube nämlich, dass die... Du musst ihn besiegen, wenn er Max Stacks hat. Das wäre übrigens cool, wenn mich irgendwer retzt. Ja, du liegst halt da so in so ein paar Giftdingern drin. Das ist so relativ mit dem Retzen. Wie ist die Ranke da hinten? Wenn ich mach die richtige Ranke kaputt, dann sollte es ja gehen eigentlich. So. Er muss sich jetzt ja sowieso. Jetzt muss er sich erstmal da aufladen. Aber dann waren wir nicht schnell genug. Nee, aber das Ding ist halt. Ja, aber willst du den von 0 auf Dingsy runternuten? Er ist halt jetzt auch Half-Life, das heißt. Ja, okay, dann geht es. Nee, ich glaube, ich muss ein bisschen besser auf mein Pad aufpassen. Auf dem Pad.
Was ist das denn hier? Sofortreparatur-Kit da. So, eine Motorhülle, die kann man mal mitnehmen. Alter Schwede. Aber dann sollten wir ihn jetzt gleich beim nächsten Schub direkt kaputt machen können. Ich glaube übrigens, die Hüllen marschieren immer zielsicher zu diesem Gerät hier. Das heißt, die Hüllen müssen wir kaputt machen. Wobei das nicht so schwer sein sollte, die sind ja super langsam einfach. Hat er gleich 20? Ja, hat er. Hat er? Hat er. Ja, das Schild geht weg. Und drauf. Oh, außer Reichweite, das ist nicht so klug. Ne? Falsch, ich bin erst auf volles Hund in die falsche Richtung gedodged. Aua. Aua. Ja, den einfach. Ja, einfach nur kaputt, einfach nur tot, einfach nur tot, einfach nur tot, einfach nur tot, einfach nur tot. Ist er tot? Er ist tot. Sehr gut, danke schön. Ja, das ist schon so, ne? Ja, dieser leichte. Ich finde, wo ist das jetzt? Ich finde. Dieser leichte. Sagen wir, gehen raus. Ja, wir gehen raus. Wir gehen raus und wieder rein. Das Gelaber jetzt am Ende müssen wir uns echt nicht geben. Alter Schwede, so, das wird jetzt aber spannend. Weil ich, wenn der Boss ja da. Time hinterherlaufen und alles, ne? Ja, ja. Gut, während sie in diesem Ding drin sitzt, ne? Wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob das auch zählt, ob sie da drin sitzen bleibt, wenn das Ding aggressiv wird. Weil wenn ja, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nämlich nicht, wie du das machen willst, dass du die da beschützt dann. Ich glaube, du musst nur... Wir werden es erleben, würde ich sagen. Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was das für ein Rang war, ob die noch 5 geschafft haben. Naja. Ach so, ne, hab ich... Wobei, die hatten eben noch, waren auf Rang 4 anfangen und hatten noch 5 Minuten. Ja, aber wir waren noch 4,5 und hatten noch 3 Minuten und neben mir war noch ein Event. Was gerade am Laufen war, wo sie fast waren. Das Achievement dauert ja auch nicht so lang, ja. Also dass die Instanz dauert nicht so lang. Komm mal, bitte mal. Wir haben 9 Minuten. Oh, 9 Minuten. Na okay, na gut. Ich dachte, die hätten gerade angefangen. So eingestellt, dass sie den Magiefluss gleichmäßiger verarbeiten. Ich will es mal ganz simpel formulieren für euch. Mein Gerät kommuniziert mit den Wegmarken und registriert die Magiefluktuationskapazität in Loco. Mit einem von mir entwickelten komplizierten Algorithmus kalkuliert es die zur Aufrechterhaltung der Wegmarke erforderlich. Nee, ich glaube übrigens, justiert ist die Wegmarke entsprechend. Unsere Messwerte sind ohne weitere Informationen uneindeutig. Zeigt uns die Funktionsweise sofort. Ja, das ist recht. Ich bin mal gespannt, ob sie... Was tüschelt ihr denn da drüben? Wir überlegen, wie man die Funktion demonstrieren könnte. Ihr werdet bemerken, dass die Kammer eine Anzahl wegmarkenartiger Objekte aufweist. Wir zeigen euch, wie es funktioniert, als Miniatur. Seht ihr? Es ist so simpel, dass selbst ein Simpel es kann. Fang an, Graham. Nee. Mich legt ihr nicht nochmal rein. Hey, Boss, übernehmt ihr das mal. Da ist eine aktive Wegmarke. Also, eine klitzekleine. Übernimmt die Steuerung des Rekalibrators. Überprüft eure Messwerte, Crew. Hinten. Ich will mehr sehen. Wieso muss man machen 3, oder? Sie sind hin und weg. Bringt mir Nachschub. So, und. So. Das war beeindruckende Arbeit für jemand so. Ui, das Leben war nicht meine Schuld. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ja. Sollen wir erst den Drescher machen? Was ist der Drescher? Wo ist der Drescher?
Du musst ihn aus dem Boden hauen, wenn er sich. Ah, genau, so hinlegt. Dann kommen ja diese blöden Lindy-Angriffe, das ist immer verletzend. Und dessen werde ich hier schon leicht vergewaltigt von den zwei Würfeln. Ist der Drescher, ist der Drescher. War das diesmal der gemeine Drescher, dass der kein Mensch bekommt? Aber auf den. Wenn sich auf die Schnauze legt, dann ist es eigentlich gut. Tot, tot. Und die erste Runde müssen wir mit dem Ding sie irgendwie noch so machen, ne? Weil man da nicht auswählen kann. Ja. Fetter Brummer im Anmarsch! Ich guck dann mal, dass ich jetzt. Ja, du kannst schießen. Dass ich jetzt schieße, solange. Ja, wo ist denn der zweite? Na gut, aber ist hinter dem. Da hinten. Ja. Und ein paar Stacks wird er halt bekommen, oder? Drei hat er jetzt schon. Ja. Nach vorne. Okay, aber drei Stacks, damit kann man nehmen. Oder da kamen ja gerade nur zwei von diesen Dingsies. Ja, ich glaube, die haben die vorne schon gefressen. So. Das war jetzt gemein. Hinten war noch das Dingsy-Gift und dann kam der Frontangriff. Oh, es sind schon weniger von diesen Schossen, die da schießt. Ja, da ist hart schon was. Also wenn er jetzt stirbt, dann haben wir doch. Ja. Stirbt nicht. Das war auch viel schwächer, der Angriff. Stimmt. Jetzt geht er in den Boden, wir müssen die richtige Ranke killen. Ist die richtige. Warum hat die kein Sternchen über sich? Hä? Ich glaub, die da hinten. Hm. Ja. Ich glaube, ich hab sie! Ja, diese Ranke wehrt sich nicht! Ja. Und jetzt kommt gleich der Dialog. Genau. Schnappt euch das bereit an. Und jetzt müssen wir die. So, müssen wir uns auf die Hüllen konzentrieren, ja? Ja. Richtig. Timmy macht das jetzt mit dem. Was ist denn Bild? Da hinten ist einer. Guck du mal auf die andere Seite. Ich guck mal auf die andere Seite. Kriegst du den anderen Daumen bis dann? Ja, du kannst ihn immer wieder wegschubsen, ne? Ja, aber ich hab super viel CC auf das Wegschubsen. CD meine ich. Aber ich kann halt theoretisch noch wechseln und dann hier nochmal anfangen und dann. Dann geht das. Ist down. Ist halt gut, dass da hinten kommt wieder eine. Ist ja interessant, da kommt jedes Mal nur eine Hülle. Habe ich den schon ausgereichert? Ich gucke in die andere Richtung und schieße aber mit drauf. Das könnte eigentlich dann passen. Ja. Ja. Passt. Was hat er denn noch auf sein Schild? 7 Sekunden noch. Da hinten kommt die Hölle auf der anderen Seite des Loches. Verwundbar? Naja, verreckt. Okay, Timmy ist aber auch wieder von dem Ding weggegangen. Ja, wir killen ihn jetzt einfach und dann ist gut. Der hat auch nur 2 Stacks diesmal. Hat irgendwas drin so damit schon gemacht?
Ja, das war irgendwie das einfache Achievement so im Nachhinein jetzt. Ja. Gut. Schön. Nice. Das hat gut funktioniert, im Gegensatz zu eben. Übrigens, wenn wir jetzt schnell rausgehen, haben wir wirklich noch eine Chance, zu gucken, was das denn für ein Rangrad hat. Machen wir das doch mal gerade. Das Ding ist nur Ladebildschirm und dann noch zum Händler porten und so. Ja, du portest dich jetzt einfach dahin, wo ein Händler ist. Das kann ich natürlich auch machen. Ah! Ladebildschirm. Wie ist das? Wahrscheinlich kommen wir jetzt an und da war gerade weg. Oh. Und war leider drei. Rang 3 nur. Das heißt, wir sind in eine andere Instanz geportet worden, als wir ursprünglich waren. Rang 3 ist aber eine sehr schwache Leistung. Da war ja mehr oder weniger gar keiner da. Ja gut, aber wenn das nur Rang 3 ist, dann... Moment, muss ich überhaupt cutten? War das da die letzte nicht auch in der Trockenkuppe irgendwo? Was ist gerade verstanden hab? Was denn? Hä? Muss ich überhaupt kacken? Was? Ja, das ist doch mal. Was? Muss ich denn überhaupt kacken? Wo waren die letzte? Ach ne, die letzte war im Hain, vergiss das, okay. Ja, dann bis gleich.